Die Kinderkrebshilfe Salzburg, das ist weithin bekannt, hat es sich zum Ziel gesetzt, Kinder und Jugendliche, die an Krebs erkrankt sind, sowie deren Familien bestmöglich zu unterstützen. Dabei ist der gemeinnützige Verein vor allem auf Spenden angewiesen. Am Montag hat der bekannte Elvis-Impersonator Rusty einen Scheck übergeben. Da greift er doch gerne zum Stift. Sichtlich zufrieden setzt Rusty den Betrag ein. Stolze 4000 Euro zugunsten der Kinderkrebshilfe Salzburg. Der Reinerlös aus einem Charity-Konzert in seiner Heimatgemeinde St. Michael im Lungau. Der Musiker setzt sich seit vielen Jahren für soziale Projekte ein. Ich kann nur sagen, danke. Nicht nur für Salzburg, sondern wirklich, es sind mehrere Konzerte, was ich gratis gebe für einen guten Zweck, für, eben für die Kinderkrebshilfe. Eine Herzensangelegenheit. Ja, absolut, das ist das Wichtigste. Mir geht es gut, ich kann sagen, danke, mir hat Gott so viel Talent mitgegeben und ich möchte es dann einfach mit den anderen Leuten auch teilen. Und das ist ein wichtiger Punkt, man müsste ja überall helfen. Aber man kann nicht überall helfen, aber das ist ein großes Anliegen von mir, was ich schon seit 14 Jahren mache. Glückliche Gesichter dann auch bei der offiziellen Scheckübergabe. Mit dem Geld kann wieder vielen Kindern geholfen werden. Eine nachahmenswerte Aktion, denn die Kinderkrebshilfe erhält keine Subventionen von der öffentlichen Hand und kann daher wirklich jeden Euro gut brauchen.